Hallo, hier ist Andrea mit schönen Grüßen vom Polarkreis. Und heute ist der 5. Juni. Es ist ziemlich windig. Ich hoffe, dass man das nicht allzu sehr hört. Deswegen sitze ich hier wieder vor der Eingangstür, so halbwegs windgeschützt. Und dachte mir, ich fasse den Mai zusammen, sodass wieder so ein kleines Monatsabschlussvideo zusammenkommt. Der Mai war ein ziemlich ungewöhnlicher Monat, ganz einfach, weil ich einen Großteil des Monats in Deutschland war. Ein paar kleine Ausschnitte habe ich dann am Ende des Videos auch davon, aber ich versuche trotzdem den Fokus hier auf das Thema Leben am Polarkreis zu halten. Und ich kann doch einiges berichten, was auch im Mai passiert ist, auch wenn ich nicht die ganze Zeit vor Ort war. Insgesamt war ziemlich viel los. Der Mai war ein recht wilder Monat. Unsere Projekte nehmen Fahrt auf. An der Hundefront gibt es Neuigkeiten zu berichten. Aber ich fange mal mit dem Thema an, was im Mai sehr, sehr präsent ist, wie eigentlich in fast jedem Monat, aber im Mai nochmal ganz besonders, und das ist das Thema Wetter. Denn der Mai ist vermutlich der Monat mit den größten Kontrasten, wo sich Jahreszeiten oder wettermäßig am meisten tut im ganzen Jahr. Das ist oft so wie ein Zeitraffer vom tiefsten Winter oder vielleicht nicht mehr tiefsten Winter, aber von Winter bis zu Hochsommer, und so war es wirklich in diesem Jahr. Es war ein sehr warmer Mai, aber am Anfang des Monats lag eben noch überall Schnee. Besonders an unserem neuen Grundstück, das ist noch ein bisschen näher an den Bergen, da war wirklich Winter, so richtig. Hier ging es dann schon so langsam los. Man konnte auf Spaziergängen sich aussuchen, ob man um Schneefelder drumherum läuft oder ob man noch durchlaufen will. Und 2 Wochen später hatten wir 25 Grad. Und als ich dann Ende Mai jetzt unterwegs war, waren hier oben oft 30 Grad im Schatten. Also das war ein ganz, ganz schneller, wie sagt man, Sprung in den Sommer. Und das ist auch nicht in jedem Jahr so. Je nach Jahr kann der Mai eine der schönsten Jahreszeiten hier sein, zumindest zu Mitte, Ende Mai, Anfang Juni, denn das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn man viel draußen sein will, aber noch keine Lust hat auf die Mücken. Und es passiert sehr oft, dass man eben mit die schönsten Ausflüge, Outdoor-Abenteuer erleben kann, wenn der Schnee eben schon so langsam weg ist, die Mücken noch nicht da und es schon schön warm und trocken ist. Das wäre auch in diesem Jahr für mich möglich gewesen, jetzt war ich nur nicht da, aber es wäre okay gewesen. Überhaupt wird ganz viel geräumt, ne? Aller Winterkram weggeräumt, Sommerkram rausgeräumt, plötzlich wird der Rasenmäher wieder in Gang gesetzt und ganz einfach alles auf die sehr kurze, warme Jahreszeit vorbereitet. Und auch sonst auf den Straßen sieht man, dass vor allem die Schotterwege werden einmal wieder glatt gezogen nach dem Winter. Es ist so, wenn getaut ist, dann sind die manchmal in einem eher schlechten Zustand. Das heißt, wenn einmal ordentlich alles gerade gezogen wird, sieht das dann schon wieder besser aus. Wir haben noch eine neue Waschmaschine bekommen. Hat jetzt zugegeben nichts mit dem Wechsel der Jahreszeiten zu tun, war aber trotzdem gut, denn wir hatten ungefähr 2 Wochen keine Waschmaschine und es war schön, als sie dann geliefert wurde. Hey, kleiner Hund. Hey, Ludwig. Ludwig möchte auch Hallo sagen. Vielleicht möchte auch einfach nur spielen, das kann auch sehr gut sein. Ich weiß, ja. Ja, ich habe ja schon angedeutet, es geht so langsam voran mit unserem neuen Grundstück. Hauptthema in diesem Monat war das Thema Badezimmersanierung. Das wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile beschäftigen. Und wie das immer so ist in alten Häusern, ne, wenn man an einer Stelle mal was aufmacht, dann sieht man auch oder entdeckt man Probleme, die man vorher nicht gesehen hat. Das heißt, wir mussten an einer Stelle noch ein bisschen, nicht umplanen, aber zumindest noch mal einen kleinen Umweg gehen, damit der Badezimmerboden auch vernünftig stabil wird. War jetzt keine Katastrophe, hat aber ein bisschen ausgebremst, die ganze Sache. Und überhaupt, was ziemlich ausbremst oder was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist das Thema Handwerker zu koordinieren. Also Alexander ist eigentlich fast immer auf der Straße oder am Telefon, weil irgendwas abgesprochen werden muss, schnell was entschieden werden muss, vor Ort was gemacht werden muss. Und das haben wir tatsächlich nicht in dem Maß erwartet. Es ist jetzt auch gar nicht den Handwerkern anzulasten. Das war einfach ein bisschen anders geplant und ist jetzt, wie es ist. Auch kein Drama, es geht Schritt für Schritt voran. Wir haben einen vernünftigen Boden. Klempner war da für die Abflüsse. Die Stromleitungen sind verlegt, so wie ich das verstanden habe. Und jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Ich glaube, es ist jetzt irgendein Feiertag, Nationalfeiertag in Schweden. Das bremst ein bisschen aus. Ist aber auch kein Drama, solange es vorangeht. Was auf jeden Fall auffällt, ist, wie viel Kram plötzlich auf dem Grundstück rumliegt, ne? Also das ist Verpackungsmaterial, das ist Zeug, was rausgerissen wurde und was nicht mehr verwendet werden kann. Also aufgeräumt ist das momentan nicht. Auch das macht ein bisschen Arbeit, was man vielleicht am Anfang gar nicht so einkalkuliert, dass ja Zeug, was dort anfällt, auch abtransportiert werden muss. Haben wir also auch noch ein bisschen was zu tun.
Wir spielen jetzt noch mit dem Gedanken, einen Brunnen bohren zu lassen, denn wir kennen mindestens zwei Leute, bei denen jetzt der Brunnen im Winter trocken gelaufen ist. Und so ein paar Monate ohne Wasser ist dann schon eine Herausforderung. Ich meine, geht auch, absolut. Aber wir überlegen, wenn wir jetzt sowieso einmal alles neu machen, ob wir das auch noch mit nachschieben. Wir gucken mal, vermutlich wird es so werden. Ein paar Worte zu unseren wunderbaren Hundetieren. Wir haben ja bei Ludwig das Gefühl, dass er mit seinen fast 1,5 Jahren vorsichtige Tendenzen zeigt, erwachsen zu werden, was sich sehr angenehm anfühlt. Er war kein einfacher Welpe, hat aber jetzt wirklich so kleine Anzeichen oder zeigt Anzeichen dafür, dass er ein ganz, ganz wunderbarer Hund wird. Jetzt liegt er hier gerade lieb da und macht keinen Blödsinn. Allein das ist schon ein großer Fortschritt. Seine absolut liebste Aufgabe ist es, uns im Wald zu suchen. Das heißt, einer von uns geht voran, versteckt sich und das können 1, 2 Kilometer sein. Und er ist unglaublich gut, dieser Fährte zu folgen. Ich glaube, er wäre wirklich ein richtig toller Spürhund. Wir machen das so ein bisschen spaßmäßig. Das Beste, was es für ihn gibt. Wir haben jetzt auch wieder mit dem Paddeltraining begonnen. Ich habe ja dann letztes Jahr im Spätsommer aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, es ist zu stressig für ihn und wir hatten ehrlich gesagt nicht so richtig viel Spaß gemeinsam in dem Packraft. Jetzt haben wir wieder angefangen. Ich habe das Gefühl, dass er mal prinzipiell schon ein ganzes Stück ruhiger ist als letztes Jahr. Das heißt, ich habe immer noch Hoffnung, dass er irgendwann mein Paddelbegleiter wird. Ich bin gespannt. Noch ist das nicht. Wir sind noch nicht allzu lange auf dem Wasser, bis er dann nervös wird und ich würde ihm absolut nicht vertrauen, dass er nicht auf die Idee kommt, wenn eine Ente oder sowas auftaucht oder ein Elch am Ufer, das einfach rausspringen würde. Das heißt, wir üben und es kann sein, dass der ganze Sommer noch so ein Paddel-Übungssommer wird und noch kein Sommer, wo wir wirklich richtige Ausflüge machen. Ist auch gar nicht schlimm, denn realistisch betrachtet mit Renovierung und Bauprojekten und Umzug haben wir wahrscheinlich eh keine Zeit. Beim Tierarzt waren wir auch. Herausgestellt hat sich, dass Ari zum Zahnarzt muss. Die bekommt im Juni dann den Zahn gezogen. Termin ist am 11., glaube ich. Und wir sind gespannt. Ich hoffe, dass sie es gut überlebt. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Und das mit Vollnarkose macht uns ein bisschen Sorgen, aber wird schon gut gehen. Ja, und dann kam noch eine ganz große Sache in diesem Monat, und zwar kam Gotte zu Besuch. Gotte war bis vor 1, 2 Monaten hauptberuflicher Vollzeit-Schlittenhund und wird jetzt früh verrentet, sozusagen aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, dieses Hauptberufliche, das ist ein bisschen viel für ihn, aber so aktives Rentnerdasein könnte genau das Richtige für uns sein und für ihn sein vor allem. Und wir können uns gut vorstellen, dass wir da gut zusammenpassen. Was wir allerdings nicht wussten, ist, wie sich die beiden Jungs vertragen. Wir waren ziemlich optimistisch, dass das mit unserer Husky-Dame gut funktioniert. Aber bei den Jungs waren wir uns nicht so sicher und wollten das gern einfach mal testen, bevor wir final sagen, ja, das geht klar. So, jetzt musste ich erstmal Pause machen, denn der Akku der Kamera war leer. Kurz geladen, jetzt geht's weiter. Wir haben also Gotte mal zu uns geholt, kurz bevor ich nach Deutschland gereist bin, um zu testen, ob es denn überhaupt funktionieren kann. Und das Fazit gleich vorab war, also viel, viel besser als gedacht. Ari fühlt sich, glaube ich, unglaublich wohl, einen selbstbewussten, in sich ruhenden Husky wieder an ihrer Seite zu haben. Also die haben da gemeinsam gelebt und sich verhalten, als hätten sie nie was anderes gemacht. Und Ludwig hat uns schon überrascht, denn er ist schnell gestresst, wenn er etwas nicht kennt in neuen Situationen. Und wenn er gestresst ist, ist er kein sehr angenehmer Hund. Das heißt, wir haben uns auf das Schlimmste gefasst gemacht und es ging erstaunlich gut. Wir haben relativ schnell sie beiden in Arbeitsmodus gepackt, haben sie also mal vors Kickbike gespannt und haben festgestellt, das funktioniert gut. Ludwig hat mich sehr stolz gemacht und hat auf alle meine Kommandos gehört, während Gotte natürlich erstmal noch gar nicht wusste, wo er hier gelandet ist. Und das war erstmal schön für mich zu sehen, dass Training tatsächlich was bringt. Und auch hier zu Hause im Haus hat das erstaunlich gut geklappt. Ludwig war schon ein bisschen unsicherer als sonst, ein bisschen gestresster als sonst. Das ist aber auch nicht so verwunderlich. Denn Gotte ist erstmal ein Hund, der schon auch mal eine Ansage macht, wenn ihm was nicht gefällt. Und er hat aber, statt sich hochzudrehen, was er ja sonst ganz gern macht, eher uns zeigen wollen, was er doch für ein guter Hund ist, was sehr angenehm war. Ich habe ihn dann trotzdem an einem Abend mal mit zum Zelten genommen. Das war das erste Zelten jetzt nach dem Winter. Und ich wollte einfach gern noch eine Nacht draußen verbringen. Es war, glaube ich, gut für den Kleinen, dass er noch mal einfach Zeit mit mir und abseits des Neulings, des neuen Hundes verbringen konnte. Und es war einfach ein schöner Abend. Es war ein richtig guter Abend. Und nach den absolut katastrophalen Versuchen, Anfang letzten Jahres mit Ludwig im Zelt zu schlafen, funktioniert das nun mittlerweile reibungslos. Also Fortschritte. Also Fazit, ich befürchte, nein, ich vermute,
Gotte wird bei uns einziehen. Vermutlich ein bisschen früher als gedacht. Und mal schauen, wann. Aber unser Rudel vergrößert sich wieder. Ich habe ja im letzten Video davon berichtet, dass wir hier in einer Gruppe dagegen kämpfen, dass ein Stück sehr wertvoller Wald abgeholzt wird. Vielen Dank schon mal an alle, die unsere Unterschriftensammlung unterschrieben haben. Das ist hilfreich. Jede Unterschrift ist da wichtig. Der Stand ist jetzt der, dass wir ein vorläufiges Abholzungsverbot erwirkt haben vor Gericht. Und jetzt haben wir sozusagen ein bisschen Zeit gewonnen, dass... Heißt noch nichts für ewig, denn es ist ein vorläufiges Verbot. Das heißt, alle Parteien können sich jetzt noch mal äußern. Es steht noch eine ganze Menge Arbeit für uns an. Und ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Aktuell stehen die Bäume noch. Ja, und dann bin ich nach Deutschland gereist. Und wenn ich nach Deutschland reise, dann ist meist echt viel los. Also im Sinne von, ich klappe viele Stationen ab, Familie, Freunde. Ich möchte natürlich alle auch mal sehen, mal treffen, Zeit verbringen. Ich möchte einfach Dinge tun, die ich sonst hier oben vielleicht nicht so mache. Und das ist immer eine sehr intensive Zeit. Ich bin also an einem Dienstagmorgen sehr früh aufgestanden. Dann ging es nach Stockholm. Das ist immer so ein kleiner Kulturschock, wenn man das mit dem Tempo hier oben vergleicht. Weiter nach Berlin war nicht so viel besser. Ich bin dieses Mal geflogen. Uns Zugfahrern wird es wirklich nicht leicht gemacht momentan. Also man kann nur sehr, sehr spät erst Reisen buchen. Das heißt, man kann praktisch auch nichts planen, was es nicht einfacher macht. Das heißt, ich bin diesmal geflogen, bin dann mit dem Flixbus weitergefahren und war spät am Abend dann an meinem Ziel angelangt. Und habe die ersten Tage Freunde getroffen. Ja, wir waren wandern, wir haben Eis gegessen, ganz wichtig. Ich muss ja immer Eisbecher nachholen, die es hier oben ja nicht gibt, die ich sonst so vermisse. Einfach viel geredet, viel Zeit miteinander verbracht, das war echt schön. Dann kam die zweite Station. Ich bin also mit dem Zug weitergefahren zur Familie, dort Qualitätszeit verbracht sozusagen. Mein Vater ist 70 geworden. Das war der Hauptgrund für diese Reise jetzt, um diesen Geburtstag habe ich noch alles Mögliche drumherum gebaut. Aber wir haben da natürlich gemeinsam gefeiert. Und mein Geburtstagsgeschenk war ein Kurzurlaub in der Lausitz, im Lausitzer Seenland. Das heißt, dort sind wir hingefahren und wir hatten viel mehr Glück mit dem Wetter als befürchtet. Es war ja ziemlich viel Regen gemeldet, aber es war schön. Wir haben mal so ein bisschen ruhige Zeit verbracht. Ne? Es gab so eine kleine Dampferfahrt und es gab Schlendern durch den Park und schön essen. Es war nett. Nächste Station, dann zum nächsten Teil der Familie. Auch da wieder schön. Ich habe mir mal ein Fahrrad ausgeliehen, bin mal einfach ein bisschen durch diese wunderbar flache Oberlausitz geradelt. Hat man ja hier auch nicht so oft. Und habe ich sehr genossen. Und dann kam noch die große Familienfeier, dann zum Abschluss und dann ging es auch wieder nach Hause. Das waren jetzt 2 Wochen, sehr intensive Wochen. Und ich bin gestern Abend gelandet, bin wieder hier zu Hause angekommen und merke schon, boah, da muss man echt auch erstmal durchpusten. Also ich glaube nicht, dass ich sonst im ganzen Jahr so viel intensiven Kontakt mit Menschen habe wie in diesen 2 Wochen. Das heißt, das werde ich erstmal, glaube ich, meine sozialen Aktivitäten runterschrauben und idealerweise erstmal Zeit nur mit meinen Hunden verbringen. Insgesamt spürt man natürlich schon, dass hier oben ein ganz anderes Tempo herrscht, alles ein bisschen gemächlicher, ein bisschen ruhiger vonstatten geht und das ist ja auch das, was ich sehr genieße. Was mich ein bisschen schockiert hat, wenn ich mich auch so umgucke, wie die Natur in den letzten 2 Wochen sich entwickelt hat. Also ich bin abgereist, ja, da war es auch schon warm, da lag kein Schnee mehr, aber die Bäume haben gerade eben erst angefangen auszuschlagen und jetzt habe ich hier wirklich Sommer. Auch heute sind es um die 20 Grad, sehr schöner Tag und ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, was verpasst zu haben. Also ich hatte ganz viel in Deutschland, was ich sehr wertschätze. Aber gleichzeitig ist natürlich dieser Übergang in den Sommer hier immer so kurz. Das heißt, bin ein bisschen traurig, aber man kann eben nicht alles haben. Ne? So, das war's für den Mai. Ich könnte mir vorstellen, dass im Juni relativ viel bei uns mit unseren Projekten vorangeht und relativ wenig Zeit bleibt für schöne Freizeitaktivitäten. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja ganz anders, als ich mir das jetzt vorstelle. Ich hoffe jedenfalls, du bist dann wieder mit dabei und wir sehen uns dann.